Hallihallo und willkommen zurück zu Python. Ja, wir machen dieses Mal quasi genau da weiter, wo wir aufgehört haben, nämlich bei Input. Und Input kann nicht nur von einem User kommen, sondern natürlich auch von einer Datei. Und da ihr mit Python irgendwelche Skripte schreiben wollt, wahrscheinlich, die irgendwas automatisieren, werdet ihr höchstwahrscheinlich irgendwie Input von Dateien brauchen. Und deswegen ist das natürlich sehr wichtig. So, also zunächst einmal die wichtigste Methode in dem Fall ist die Open-Methode. Und ich schreibe das jetzt einfach hier unten in die Main rein. Die Funktion hier oben werden wir nicht brauchen. Einfach hier, wenn wir das ausführen, dann wird quasi ja, diese Datei geöffnet. Und die Datei, die ich öffnen möchte, befindet sich auch in diesem Ordner, wo die ganzen Skripte sind, ja, um irgendwas zu machen. Das heißt, wir wollen jetzt hier eine neue Datei. Keine Ahnung. Ich mache einfach mal hier so ein Skript. Die Endungen lassen wir einfach mal weg und sagen Text. So, und wir sagen, okay, Dateiendung kann einfach löschen. Und dann steht das hier drin, das ist von Output, weil ich die Datei erstellt habe. Das macht aber nicht wirklich irgendwas aus. So, jetzt steht einfach mal gar nichts drin in der Datei. Es ist einfach eine leere Textdatei, das heißt, ich kann hier irgendwas reinschreiben, zum Beispiel bla. Und diese Datei hat auch keine Endung, also brauchen wir hier auch keine Endung reinschreiben. In das Open muss jetzt einfach der Dateiname rein, also sowas hier wie Text ohne Endung und dann hinten dran der Modus. So, jetzt kommt der Modus, das ist ein bisschen komplizierter und zwar gibt es da verschiedene Modi. Das kommt auch in ein Character quasi rein und zwar haben wir entweder mal den W-Modus, dann dürfen wir nur schreiben, das heißt, wir dürfen aber auch nicht lesen aus der Datei. Was auch bedeutet, es ist ein Nur-Schreiben, das heißt, wir wissen auch nicht, was davor drin stand. Also falls eine Datei mit diesem Namen existiert, dann löschen wir die Datei und schreiben eine neue Datei. Das heißt, wir hätten die gerade gar nicht erstellen müssen. Dann gibt es den A-Modus, da dürfen wir einfach nur anhängen. Das heißt, wir nehmen das, was gerade drin steht, hier dieses Bla, und das, was dann hier reingeschrieben wird über Open bzw. über die File. Das kommt dann einfach hinten dran. Ich werde euch die ganzen Modi nachher nochmal alle nacheinander zeigen. Dann gibt es ein R+, das ist für ein Lesen und Schreiben. Keine Ahnung, warum es R+ heißt und nicht einfach RW oder was weiß ich. Ja, da kann man beides damit machen. Und natürlich R für nur Lesen. Okay, ja, normalerweise öffnet man alle Dateien im Textmodus. Mode, das bedeutet, man liest die Strings, wie sie in der Datei drin stehen und so wie sie da encodiert sind, also in unserem Fall wahrscheinlich in ASCII, nehme ich mal an, hier so. Wenn ihr Binary haben wollt, dann könnt ihr das mit einem B machen. Das ist der Binary Mode hier. Genau. Da kriegt ihr dann Lese- und Schreibzugriff halt in Binärform, was irgendwie ein bisschen eklig wäre, aber ja. Okay, fangen wir mal an. Ich würde sagen, der R-Modus kommt als erstes. Und wir haben ja schon was drinstehen, nämlich ein Bla. Und dieses Open, das liefert uns ein File-Objekt zurück. Das heißt, wir werden hier einfach ein F haben. Ihr wisst ja, man braucht hier keine Variablen irgendwie deklarieren, aber man sollte trotzdem wissen, was da so bei rauskommt. Also es geht, wenn ich hier Open irgendwie benutze, dann kommt eine File zurück und die speichern wir in F. Und eine File hat ein paar verschiedene Methoden, die wir natürlich auch alle haben wollen. Ja, wir können ja einfach mal schauen, was hier bei rauskommt, wenn ich sage Print und dann F. Und jetzt die Funktion, die ich als erstes haben möchte, ist Read. So, wenn ich das jetzt ausführe, passiert das hier. Ich kriege einen Fehler. Das liegt mal wieder daran, dass ich die Konsole nicht richtig navigiert habe. Und zwar muss ich erstmal nach D und dann nach D. Tut Python, sonst versuche ich die Datei in System 32 zu lesen, was ein bisschen doof wäre. So, jetzt kann ich das hier alles ausführen und zwar kann ich hier jetzt einfach sagen, okay, first try weg mit dir und jetzt sehen wir, was dabei rauskommt. Wenn ich hier jetzt lese, also f.read, dann kriege ich das Blatt zurück hier, was ich hier drin stehen habe.
Bemerkt bitte, dass die Datei immer noch keine Endung hat. Das heißt, euer Python scheißt einfach auf die Endung und macht es dann richtig. So, hier schreiben wir jetzt einfach mal zweite Zeile rein. Zeilt, genau. So, und führen es wieder aus. Und jetzt seht ihr, was passiert. Mit einem Read lesen wir nicht nur eine Zeile, sondern wir lesen wirklich den kompletten, ja, alles, was quasi hier drin steht. Wenn ihr nur eine Zeile lesen wollt, also ihr habt jetzt hier ja erstmal ein Bla gelesen und dann neue Zeile und dann eine zweite Zeile steht ja da und dann noch eine neue Zeile. Ups, jetzt habe ich es geschlossen, ich bin blöd. Und dann hier nochmal eine neue Zeile, weil wir am Ende sind. Wenn ihr jetzt nur eine Zeile lesen wollt, dann gibt es die Methode readLine. Die sieht so aus, nimmt auch keine Argumente oder sowas. Und diese readLine-Methode, die könnt ihr dann einfach auch aufrufen und sagen, okay, wir lesen es jetzt und dann kommt halt wirklich nur die erste Zeile raus und schon ist gut. Das heißt, ja, ihr habt jetzt zwei Methoden zur Verfügung, mit der ihr hier lesen könnt. Und ihr könnt natürlich hier dann einfach mit einer For Loop durchgehen. Also sowas wie for line in, keine Ahnung, wir haben es f genannt. Für jede Line in f wollen wir. Na, what the fuck, was ist jetzt gerade passiert? Wollen wir die Line ausgeben. So, das funktioniert genauso. Ich zeige es euch gerade mal. Und zwar liegt es daran, also ja, hier durch dieses Print kommt halt immer eine neue Zeile dazu. Das Problem ist, dass hinter bla schon eine New Line steht. Das heißt, ihr habt hier zwei neue Zeilen. Ja, weil halt hier, also hinter bla in der Textdatei steht eine neue Zeile und Print fügt automatisch, wenn ihr fertig seid mit dem Print-Befehl, auch eine neue Zeile hinzu. Sprich, ihr schreibt zuerst bla, neue Zeile, und dann kommt Print und schreibt noch eine neue Zeile und deswegen kommt es hier erst da unten. Was ihr hier jetzt gerade gemacht habt, ist, ihr habt das F behandelt, als wäre es eine Liste. Und zwar eine Liste aus Strings, nämlich alle Zeilen, die hier drin stehen. Und genauso kann man F auch benutzen, nämlich einfach durchloopen, als wäre es eine Liste aus Strings, was da halt Zeile für Zeile drin steht. Gut, das ist wahrscheinlich das Häufigste, wie man irgendwie lesen wird, es sei denn, man hat nur eine Zeile. Ja, da wir schon wieder bei 8 Minuten sind, würde ich sagen, write werde ich euch das nächste Mal sagen und oder zeigen, besser gesagt. Und jetzt gibt es noch ein kleines Add-on zur Read-Methode. Und zwar werde ich dazu erstmal wieder hier zurückgehen auf, ja, halt nicht den TXT, auf Read. Genau, so, und jetzt können wir hier angeben, was für eine Größe wir haben wollen. Also zum Beispiel 2. Und wenn wir jetzt hier eben diese Größe angeben, dann passiert Folgendes. Wir kriegen die ersten zwei Buchstaben. Das macht dieser Read-Befehl. Das heißt, er schneidet quasi ab. Wenn ich jetzt hier drei Buchstaben mache, ups, nicht 23, 3 bitte, kriegen wir die ersten. Und jetzt passt bitte auf, was passiert, wenn ich jetzt hier 4 mache. Wenn ich jetzt, speichern, nicht alles markieren, wenn ich jetzt hier 4 mache, dann sehen wir, dass hier genau eine neue Zeile hinzukommt, mehr als davor. Das bedeutet, das vierte Zeichen in eurem String von f.read, den ihr übrigens auch einfach in einer Variablen speichern könnt, indem ihr sagt String gleich f.read. Das heißt, das vierte Zeichen ist dieses neue Line-Zeichen. Und ja, das sieht auf Windows und auf Linux unterschiedlich aus, deswegen es ist ein bisschen doof. Wir hatten es, glaube ich, schon mal davon. In Linux ist es, glaube ich, Backslash N. Ja, und in Windows funktioniert Backslash N manchmal, das kommt aber darauf an, wo ihr seid. Manchmal ist es auch Backslash R, Backslash N. Okay, ja, das heißt, Windows ist doof, wie immer. Und wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es ums Schreiben in Dateien reingeht. Alles klar, dann bis dann. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und wir hören uns. Ciao, ciao.